Ich habe mit meinem Kollegen zusammen die Footybox gebaut und werde euch heute erzählen, wie wir das genau gemacht haben. Wie kommt das Bild zum iPad? Funktioniert das? Also die Kamera ist mit dem PC connected. Auf dem PC läuft eine spezielle Software, die nachher das Bild auslöst auf der Kamera. Das Bild wird nachher auf dem PC gespeichert. Gleichzeitig ist der PC mit dem Router verbunden und der Router macht das WLAN, wo dann das iPad dran hängt. Und die App, die auf dem iPad läuft, ist vom gleichen Anbieter wie die Software auf dem PC in der Box rein, sodass das nachher dann da drauf erscheint. Und dann kann man dann da auf Print und dann können wir das schöne Viertel nochmal ausdrucken. Danke. Grundsätzlich ist es eigentlich einfach ein Computer in einem speziellen Gehäuse, wo ein Drucker angeschlossen ist und ein Bildschirm und eine Kamera. Links kommen dann die Viertel raus, wie ihr hier seht, ist von einer Halloween-Party von vor ein paar Wochen. Obendran haben wir hier ein Verlängerungskabel von der Kamera aufgezogen mit dem Diffusor obendran. Der Diffusor hätte aber auch nicht sollen zu gross sein. Ja, also beim Drucker haben wir das Problem, dass man früher oder später Papier wechseln und Farbbänder anwechseln. Darum haben wir hier so eine Ausgabe gebaut, wo man dann hier den Drucker rausziehen kann und dann das Zeug wechseln. Eben der Zoom, den kannst einfach einstellen, indem du die Box hinten aufmachst und... Genau, also du kannst natürlich die Box justieren, du kannst sie näher anstellen, ja, natürlich. Oder sonst halt einfach klassisch, wie bei jeder oder bei vielen Spiegelreflexkameras kannst du da so zoomen. Ich hoffe, es ist jetzt auch nicht zoomt. Ja, hallo. Genau. Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Idee, dass man rauszoomt. Also wir haben das eigentlich neben der Arbeit, haben wir das am Abend zusammengebaut und das war recht das Highlight vom ganzen Tag. Und dann hat es immer wieder so Step by Step. Dann haben wir mal die Seitenwände ausgeschnitten mit dem Griff und da das da konstruiert. Und dann haben wir nachher die Alu-Listen nachher gemacht und immer so Step by Step. Und das ist entstanden, indem wir selber an einer Hochzeit waren, den Sommer. Dort hat es so eine Fotobox von einem anderen Anbieter. Und wir haben das einfach so geil gefunden, wir wollten unbedingt das auch selber machen. Es geht in erster Linie um den Spass, den das den Leuten bereitet. Und das macht uns auch Spass. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie gross privat irgendwie mega viel fotografieren oder so. 3 Sekunden lang das Bild anzeigen und nachher geht es wieder. Hast du willst du mit dem iPad schon gehabt, oder nicht? Ja. Ganz super. Was hätte ich jetzt nicht ausgedruckt? Sie kommen leider verkehrt raus. Wunderschön. Ja, es geht. Dann kommt es sicher besser. Jawohl! Grinsen packen! Print! Wunderschön! Wunder! Darf ich das mal? Aber bitte, aufhängen hier! Sage wohl!